beim Fan-Talk der Berliner Morgenpost. Derek! 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 Und natürlich Patrick! 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 Sehr gut. Ja, Derek, du merkst, alle sind riesig, riesig begeistert. Was für ein schönes Spiel, was für auch ein tolles Spiel von dir. Und das heißt, im Prinzip ist ja egal, was wir jetzt sagen. Wir machen auch das Interview auf Deutsch, weil dein Deutsch ist besser als mein Englisch. Es ist so. My teacher is here. And oh. Sie möchte es, oder? My teacher is here. She said I didn't have to. Okay, dann ich frage dich auf Deutsch, antwortest auf Englisch, okay? Okay. Okay. How do you feel like right now? I feel great. It was a great team win. We played great defense. We kept them under 70 points, and that was the way we won the game. Would you say that it was maybe the smartest performance of your team in this whole season? Yeah, I would say so, because it's the most important. Now we have a one-game season on Saturday, and it was a must-win for us today. Also er sagt auch, dass es vielleicht die klügste Vorstellung von Alba war in diesem Jahr, heute hier, aber er erinnert auch gleich daran, dass man natürlich jetzt das Spiel 5 in Bamberg gewinnen muss, um dann Meister zu werden. Du bist schon lange im Geschäft, du bist Kapitän dieser Mannschaft. Hast du sowas schon mal erlebt? Also erstens, in jedem Spiel, in jeder Finalrunde geht man über 5 Spiele. Und dann, dass ein Team im 5. Finalspiel die erste Heimniederlage der Saison kassiert. Das habe ich noch nicht erlebt, aber ich hoffe, ich werde es erleben. Erstmal möchte ich mich bedanken bei den Fans. Ja, es war unglaubliche Stimmung heute und auch im letzten Heimspiel schon. Das hat wirklich geholfen, das hat wirklich uns nach vorne getrieben und denke ich, ein ganz, ganz großer Schlüssel zum Sieg. Also erstmal dafür danke. Und jetzt, ja, ich denke, wir haben ja heute uns ganz gut verkauft. Nach einem solch emotionalen Spiel wird der Trainer in der Kabine kaum taktische Ansagen machen. Habt ihr nochmal alle die Köpfe zusammengesteckt und euch auf Samstag eingeschworen oder was war gerade los in der Kabine? Ja, erstmal sind wir froh, dass wir heute gewonnen haben. Also wir sind ja schon diese Saison ungefähr 15 Mal totgesagt worden und eigentlich schon kurz vorm Abstieg gewesen. Und wenn man allen Worten glaubt, die da irgendwie auf der Straße rum sind. Aber deswegen sind wir erstmal froh, dass wir heute gewonnen haben, dass wir uns so präsentiert haben, denke ich, als Mannschaft geschlossen, egal wer da gespielt hat oder nicht gespielt hat. Und das ist ganz wichtig. Derek, Game 3 was a disappointment for you. When did you realize that tonight was your night and you make it at 100% then? After game 3, I didn't really worry about it. You know, just put it behind me and just came out ready to play. And just made my shots. And fortunately, they went in and today was a good day. But it must be a strange feeling to take the first shots and then a game like this. No, not at all. I mean, as a basketball player, you have to be ready at all times. And I think everyone did that today. So it shouldn't bother us. We're at home. We're playing with great fans cheering us on. So we should just come out and be confident and play hard. Also er hat gesagt, er macht sich da auch über Spiel 3, hat er jetzt nicht so lange Gedanken gemacht. Er hat gesagt, nee, dann gehe ich halt in Spiel 4 rein. Und als Basketballspieler muss man dann halt diese Würfe nehmen und dann darauf hoffen, dass man die auch irgendwann mal wieder trifft. Und deswegen ist er halt sehr glücklich, auch dass ihr heute das alles so toll unterstützt habt. Und er hat eben auch nochmal die großartigen Fans angesprochen. Wir haben gerade schon mit den Fans über die Rebounds gesprochen. Wie erklärst du dir 17 Rebounds für Bamberg? Das ist ja ganz gut, oder? Und es gab auch nicht viele Rebounds, weder defensiv noch offensiv für die zu holen. Ich denke, da haben wir unter dem Korb gut gearbeitet. Ich glaube, 44 Punkte in der Zone, das ist schon ganz gut, wenn man 87 macht. Und ich glaube, da ist auch der Schlüssel dann zum Sieg. Wir hören hier gerade die Sprechchöre, Bamberg ist nervös. Glaubst du auch, dass Brose jetzt nervös ist? Jetzt stehen die mit dem Rücken zur Wand. Ja, vorher waren wir mit dem Rücken zur Wand, jetzt sind die mit dem Rücken zur Wand. Das ist das 5. Spiel, da geht es um alles. Und natürlich werden ein bisschen Nerven blank liegen, aber ich hoffe natürlich bei denen mehr als bei uns. Tell us something about Derek Allen. Was war mit dem denn los heute? Das war unfassbar. Was für ein Comeback. Auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch ruhig, jetzt ist besser, glaube ich. Er versteht er eh, wa? Ja, einfach super gespielt. Ich glaube, da muss ich immer den Fuß umknicken im ersten Viertel.